Leute, in nur wenigen Tagen erscheint Black Ops 6 und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber die Story von Black Ops ist ziemlich komplex und verwirrend. Deshalb dachten wir uns, wir fassen das Ganze mal in chronologischer Reihenfolge zusammen, damit ihr bereit seid, wenn es wieder losgeht mit dem Baller. Wir starten natürlich direkt mit Black Ops 1. Der erste Teil spielt in den 60er Jahren während des Kalten Kriegs und folgt der Geschichte von Alex Mason, einem CIA-Agent. Es beginnt mit Mason, der in einem Verhörraum von unbekannten Leuten verhört wird. Sie fragen ihn wiederholt nach den und seine Geschichte kommt in Backflashes langsam zusammen, während Mason seine Erinnerung durchlebt. Angefangen mit den ersten Missionen Bay of Pigs bzw. Operation 40. In dieser Mission werden Mason und seine Teamkollegen Frank Woods und Joseph Bowman nach Kuba geschickt, um Fidel Castro zu ermorden. Ja, genau der Fidel Castro. Diese Mission scheitert, weil sie Fidels Double erschießen. Mason wird am Ende gefangen genommen, als er seinen Teamkollegen den Weg freimacht, damit diese fliehen können. Es folgt eine Mission in Vorkuta, ein sowjetisches Gefangenenlager, in dem Mason auf Viktor Reznov trifft. Spieler von Call of Duty World at War werden diesen Charakter kennen. Die beiden planen einen Ausbruch aus dem Gefangenenlager und führen diesen später dann auch durch. Doch Reznov bleibt leider zurück, um Mason die Freiheit zu sichern. Danach schafft es Mason zurück zur CIA und es beginnt der Plot rund um ein Nova 6 Gas und die Rettung von Grigori Viva oder auch die Operation Flashpoint. Nova 6 ist eine sowjetische Biowaffe von Dr. Friedrich Steiner entwickelt und soll im Auftrag von Dragovic, einem hochrangigen sowjetischen Offizier, eingesetzt werden. Hier werden Mason, Woods und Bowman erneut zusammen auf verschiedene Missionen geschickt, um Dragovic und seine Komplizen aufzuhalten. Während wir all diese Missionen spielen, wird klar, dass mit Mason irgendwas nicht richtig läuft. Diese Zahlen, die er immer wieder sieht und hört, triggern ihn als Sleeper-Agent, zu dem er im Gefangenenlager in Vorkuta gemacht wurde. Sein Auftrag ist es tatsächlich, Amerika zu infiltrieren und JFK zu ermorden. Dragovic selbst hat diese Gehirnwäsche bei Mason durchgeführt. Doch teilweise, dank der Hilfe von Reznov, konnte Mason diesen Befehlen Widerstand leisten. Die letzten Szenen zeigen, dass nur 5 Tage später bei der Ermordung von Präsident JFK Mason vor Ort war und es wird stark impliziert, dass es Mason war, der den ehemaligen Präsidenten erschossen hat. 5 Jahre später ist Mason in Vietnam, weil es dort Verdacht auf russische Soldaten vor Ort gibt und als er diesen Soldaten findet, stellt sich heraus, dass es unser alter Buddy Viktor Reznov. Er gibt uns Infos darüber, dass Dragovic noch lebt und dass er plant, den Westen wieder mit Nova 6 Gas anzugreifen. Mason, Bowman und Woods machen sich also auf, die nächste Lieferung an Nova 6 Gas zu stoppen. Dieser vermeintliche Tipp stellt sich allerdings als Falle heraus und alle werden gefangen genommen, was zu einer der epischsten Szenen von Call of Duty führt. Die Russian Roulette Szene ist ziemlich hart in Call of Duty Black Ops. Bowman stirbt, aber der Rest kann sich retten. Sie finden ihren Weg zu einer Basis von Kravchenko und treffen ihn dort. Als Kravchenko kurz davor war, Mason zu töten, kommt Woods dazwischen, rettet Mason und man glaubt tatsächlich, dass sowohl Kravchenko als auch Woods tot sind. Nach einer kurzen Zeit ohnmächtig wacht Mason auf und findet erneut Reznov. Mason findet Infos über eine Nova 6 Herstellungseinrichtung namens Rebirth Island. Die beiden machen sich auf den Weg dahin, um diese Einrichtung zu finden und natürlich Steiner endlich zu stoppen. Währenddessen ist Hudson, ebenfalls ein Teamkollege von Mason, mit unserem geretteten, aber einäugigen Buddy Weaver drauf und dran, einen anderen Wissenschaftler zu verhören. Dieser Wissenschaftler wurde zwar von Dragovic Leuten erschossen, schafft es aber noch, uns zu einer weiteren Herstellungsstätte von Nova 6 zu schicken, und zwar Mount Yamantau. Hudson und Weaver infiltrieren die Einrichtung, um sie dann zu vernichten. Als sie am Ende eine Nachricht von Steiner abfangen können, welche sie zu einer anderen Einrichtung namens Rebirth Island, erneut kommt uns bekannt vor, führt, sind also alle Protagonisten auf dem Weg nach Rebirth Island. Als erstes kommen Mason und Reznov an und Reznov gelingt es endlich, seine Rache an Steiner auszuüben, aber als Hudson und Weaver ankommen, sehen die was völlig anderes. My revenge! Mason, no! Und jetzt sind wir wieder da, wo das Game eigentlich angefangen hat. Man findet heraus, dass Viktor Reznov immer in Alex Masons Kopf war. Er hat die Gehirnwäsche von Dragovic mit seiner eigenen teilweise überschrieben. Zusätzlich findet man heraus, dass es ein U-Boot gibt, welches die Signale an die Sleeper Agents ausschickt und von den Sleeper Agents gibt es nämlich genau einen pro US-Bundesstaat. Die letzte Mission ist es also, dieses U-Boot auszuschalten. Das Team infiltriert die Basis und stoppt Dragovic, wodurch der geplante Angriff auf die USA verhindert wird. Übrigens, als Side Note, Frank Woods hat tatsächlich überlebt und nach langer Gefangenschaft kann dieser sich auch befreien. Jetzt kommen wir aber zeitlich gesehen erstmal zu Black Ops Cold War. Das spielt während der frühen 80er Jahre. Die Geschichte dreht sich um verdeckte Operationen der CIA und den Wettlauf gegen die Zeit, um eine nukleare Bedrohung während des Kalten Kriegs abzuwenden. Wir starten im Jahr 1981, als die CIA von der Existenz des mysteriösen Spions
Perseus erfährt. Dieser Agent plant, die angespannte Situation der Weltpolitik zugunsten der Sowjetunion zu drehen, indem er Zugang zu nuklearen Waffen erlangt, die die USA zerstören könnten. CIA-Agent Russell Adler stellt ein Team zusammen, das aus Alex Mason, Frank Woods und Bell besteht, um Perseus aufzuspüren. Weitere Teammitglieder sind ebenfalls MI6-Agent Helen Park, CIA-Agent Lauren Sims und Mossad-Agent Eliezer Laser Azulay. Während der Mission, die wir spielen, erfahren wir, dass Bell, der Charakter, den wir steuern, eine mysteriöse Vergangenheit hat, die zusammenhängt mit Perseus. In Rückblicken zeigt sich, dass Bell während des Vietnamkriegs eine Schlüsselrolle gespielt hat und möglicherweise einer Gehirnwäsche unterzogen wurde. Ich sehe hier ein Muster. Das Team führt Operationen in verschiedenen Teilen der Welt durch, darunter in Ost-Berlin, der Türkei, Vietnam und der Sowjetunion, um Hinweise auf Perseus zu finden. Es wird klar, dass Perseus plant, die US-Atomwaffen in Europa mit Hilfe von sowjetischer Technologie zu sabotieren, um sie gegen die USA selbst zu richten. Der finale Showdown ist also, ob das Team Perseus rechtzeitig stoppen kann, bevor dieser die Welt in nukleares Chaos stürzt. Es stellt sich letztlich heraus, dass Adler und die CIA eine Form von Gehirnwäsche an Bell durchgeführt haben. Bell wurden falsche Erinnerungen eingepflanzt, weil Adler glaubte, dass Bell eng mit Perseus zusammengearbeitet hat. Das alles in der Hoffnung, dass Bell der CIA Informationen preisgeben kann, was zur Jagd auf Perseus beitragen könnte. Am Ende wird Bell, also wir, mit dieser Wahrheit konfrontiert und muss sich entscheiden, hilft er Adler und dem Team oder wendet er sich gegen sie. Hier hat das Spiel zwei verschiedene Enden, aber wir behandeln natürlich nur das, was Kanon ist. Bell unterstützt Adler und das Team, was zur Zerstörung von Perseus' Plänen führt. Und die nukleare Bedrohung wird neutralisiert. Wir retten Park und Laser bleibt zurück. Man glaubt, er ist tot und die Welt ist erstmal sicher vor dem Dritten Weltkrieg. Aber Perseus bleibt auf freiem Fuß. Das ist aber tatsächlich noch nicht alles. Wie wir herausfinden, war der Trigger für Bells Gehirnwäsche übrigens der Satz: "We've got a job to do." Nur als Info, falls ihr das vielleicht in einem anderen Black Ops Spiel oder im neuen Black Ops 6 auch mal hören solltet. Nachdem wir also Perseus erstmal gestoppt haben, kommen wir jetzt zu Black Ops 2. Hier wird's an sich erstmal richtig konfus, wir spielen nämlich in zwei verschiedenen Zeitperioden. Den 80er Jahren während des Kalten Kriegs und im Jahr 2025, wo ein neuer Konflikt zwischen den USA und China tobt. Wir schauen uns aber natürlich nur den Plot der 80er Jahre genauer an, weil das der ist, der vor Black Ops 6 stattfindet. Hauptfokus liegt hier auf der Jagd nach Raúl Menéndez und es dreht sich um den Kampf, die Welt vor einem globalen Cyberangriff zu retten. Sprich, wir versuchen mal wieder den Dritten Weltkrieg zu verhindern. Aber erstmal ein bisschen Kontext zu Menéndez. Er kommt als erstes in Black Ops 6 Declassified vor und um es kurz zu machen, er hat Beef mit Mason und Woods, weil diese seinen Vater, den Boss eines Drogenkartells, ausgeschaltet haben. Zuerst folgen wir Mason, der sich aus dem aktiven Dienst in der CIA zurückgezogen hat, bis sein guter Buddy Hudson vorbeikommt, um ihn zurückzuholen. Frank Woods, oder Onkel Frank, wie ihn Masons Sohn nennt, ist verschwunden und Mason soll die Rettungsaktion leiten. Die CIA ist auch auf den aufstrebenden Drogenbaron Raúl Menéndez aufmerksam geworden, der für zahlreiche Konflikte in der Welt verantwortlich ist. Also bricht Mason auf, obwohl sein Sohn ihn bittet, daheim zu bleiben. Er findet Woods, ziemlich zugerichtet und traumatisiert, in einem Container voller Leichen. Mason und Woods führen dann mehrere Missionen durch, um Menéndez zu fassen. Dabei werden sie tief in die politischen und militärischen Konflikte in Angola, Nicaragua und Afghanistan verwickelt. Man trifft bekannte Gesichter wie Kravchenko, der dann von Woods eiskalt gekillt wird. Später, bei einer Konfrontation in Nicaragua, glauben die beiden, dass sie es tatsächlich geschafft haben, Menéndez umzubringen. Woods, vor Zorn und Trauma gesteuert, reißt der Faden und er wirft eine Granate Richtung Menéndez und man denkt, dieser hat ihn ausgeschaltet. Man findet aber im Nachhinein heraus, dass er überlebt hat, aber seine Schwester Josefina eben dabei starb. Menéndez hat also insgesamt einen ziemlich perfiden Plan ausgeheckt, um Woods und Mason dran zu kriegen. Die beiden werden über Objective Force Point, auch als Manuel Noriega bekannt, gebrieft. Dieser soll Pläne haben, gegen die Regierung vorzugehen. Die machen sich auf den Weg nach Panama für die Operation Just Cause. Dort werden sie dann von Hudson informiert, dass, statt Noriega festzunehmen, es einen Gefangenenaustausch geben soll. Mason macht sich auf den Weg zu einem Gebäude westlich vom Ort des Austausches und Woods geht mit Noriega zu einem Gebäude südlich davon. Der Gefangene, der ausgetauscht werden soll, wird rausgebracht, sein Kopf in einen Sack verhüllt. Woods fragt, wer es ist und ihm wird bestätigt, dass es sich dabei um Menéndez handelt und er bekommt den Befehl zu schießen. Woods läuft hin und zieht den Sack vom Kopf, um den Kill zu bestätigen, aber bemerkt, dass es nicht Menéndez ist, sondern Mason. Ihm reißt erneut der Faden und er will Noriega erschießen, als er von Menéndez beide Kniescheiben weggeschossen bekommt und dann ausgenockt wird. Als Woods wieder zu sich kommt, sieht er Hudson an einen Stuhl gefesselt und David, Masons Sohn, an einen Pfeiler gebunden. Hudson erklärt, dass er Mason und Woods in die Irre führen musste, damit David nichts geschieht. Menéndez fordert dann, dass noch einer von ihnen sterben muss oder sie werden alle sterben. Hudson, nach einer Sekunde zögern, opfert sich auf und kriegt von Menéndez die Kniescheiben weggeschossen. Irgendwie hat es Menéndez so mit dem Wegschießen.
Abschießen von Kniescheiben. Im Anschluss, mit der herzförmigen Kette seiner Schwester Josephine, schneidet er Hudson die Kehle durch. Er hält natürlich noch den typischen Evil-Guy-Monolog und hält Woods am Leben, damit dieser den Schmerz spürt, den er spüren musste, als seine Schwester wegen Woods starb. Danach sagt er zu David, dass dieser sich noch an ihn erinnern wird und ihn für die Rache dann finden soll. Sprich, typisches Bösewichtverhalten eben. Am Ende bleiben also ein verkrüppelter Woods und ein stark traumatisierter David, der über die Leiche seines Vaters weint, zurück. Das ist das Ende, das als Kanon gilt, und die Story geht im Jahr 2025 dann weiter, aber da das irrelevant ist für Black Ops 6, beenden wir das Ganze hier. Black Ops 3 und Black Ops 4 sind tatsächlich auch nicht relevant für Black Ops 6, deshalb endet hier insgesamt unsere Story-Zusammenfassung. Ich hoffe, ich konnte euch vorbereiten für die Story von Black Ops 6 und ihr habt Bock, die Story durchzuspielen. Das war's mit dem Storytime-Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und Abo da. Ich freue mich über den Support und wir sehen uns auch wieder. Damit sage ich danke fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.